Alle Bewohner müssen die Häuser verlassen. Während der Evakuierung stehen in der Stadthalle Räumlichkeiten bereit, in denen sie sich aufhalten können. Seit 11 Uhr sind wir zusammen mit der Feuerwehr, auch mit dem Ordnungsamt der Stadt Babenhausen, als auch die Polizei dran, Harreshausen zu räumen. Wir befinden uns derzeit hier in dem abgesperrten Gebiet und versuchen natürlich auch die hier lebenden Leute jetzt mit Lautsprecherdurchsagen auf die Situation nochmal aufmerksam zu machen. Die, die jetzt noch nicht den Bereich verlassen haben, werden jetzt von uns nochmal persönlich gebeten, diesen zu verlassen. Das war eine amerikanische Fliegerbombe, 250 Kilo schwer und mit einem Kopf und einem Bodenzünder versehen. Die Entschärfung war an für sich problemlos. Gut, Schwierigkeiten gibt es immer so einige, weil es ziemlich starke Verkrustungen hatte an den Zündeinrichtungen und dementsprechend musste man das ein bisschen vorarbeiten. Und die wehren sich natürlich auch immer ein bisschen gegen das Entfernen, aber das hat dann vernünftig geklappt und wir sind auch sehr zufrieden, dass es so gut über die Bühne ging. Eine Raketen Klemme, die wird aufgesetzt wie so ein kleiner Schraubstock ist das. An der Raketenklemme befinden sich Kartuschen mit Schwarzpulver und die werden aus der Deckung entzündet und durch den massiven Schlag wird der Zünder in der Regel gelöst und der fällt dann auch heraus. Das wird dann ganz normal mit einer Rohrzange gemacht. Schön, warte mal. Thank you.